So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Heute geht es mal um das Thema Özil Erdogan Islam, deutsch-türkische Freundschaft AD. Wenn euch dieses Thema interessiert, bleibt auf dem Video. Es wird spannend. Ja, nebenzu sage ich jetzt nochmal was ein bisschen über meinen Kanal. Also, es ist ja so, dass jetzt Anfragen kamen nochmal wegen Astralreisen. Ich schaue. Ja, es sind noch ein paar andere Themen. In der letzten Zeit war es so, dass ich kaum noch Astralreisen geschafft habe. Also es war dann, auch meistens ging es dann so, wo ich Sachen also gewesen habe, wo ich nicht sicher war, war es luzider Traum, war es Astralreise. Und vor allem habe ich jetzt auch viel um die Ohren gehabt. Und da hat es jetzt einfach nicht geklappt, ja, die letzte Zeit. Aber ich gucke, dass ich wieder eine pack, aber da muss ich mich ganz genau. Da muss ich mich also nur auf diese eine Sache konzentrieren und dann, wie gesagt, dann funktioniert es. Ja. Okay, jetzt trinke ich bloß mal schnell hier noch Tomatensaft. Ist übrigens ganz gut. Hilft beim Abnehmen. Im Tomatensaft kann man Hunger wegtrinken, kann man so sagen. Und ja, das mache ich, weil ich muss aber ein bisschen, mal wieder ein bisschen abnehmen und deswegen trinke ich jetzt hier einen Tomatensaft. Anstatt dass ich jetzt was esse, quasi. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema. Ja, Leute, was gerade zur Zeit abgeht, sieht echt düster aus, muss ich sagen. Schade. Ich weiß jetzt, soll ich pessimistisch sein, soll ich optimistisch sein, soll ich realistisch sein? Zur Zeit sieht's in Sachen deutsch-türkischer Freundschaft nicht gut aus, leider. Ja, sieht man jetzt ja gerade, was mit Özil passiert ist. Sieht man die ganze Geschichte mit dem Erdogan. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, ich kann noch mal was erzählen. Ich war auch mal in der Gruppe deutsch-türkische Freundschaft auf Facebook und da bin ich austreten, weil mir das ganze, diese ganze Erdogan-Werbung echt auf den Sack gegangen ist. Weil es war dann wirklich so, einige Türken haben ständig Werbung gemacht für Erdogan, Erdogan hier, Erdogan her und jeder Deutsche, der das kritisiert, war kein Freund der Türken und so. Und dieser ganze Nationalismus ist mir ehrlich gesagt auf den Sack gegangen, weil ich bin kein Nationalist und damit wenig zu tun haben und bin dann auch austreten. Ja. Zur Zeit, wie gesagt, sieht es nicht gut aus in Sachen deutsch-türkischer Freundschaft. Ja, Özil, auch so ein Fall, wo man sagen muss, ja, ich will niemandem die Schuld zuschieben und ich will auch nicht sagen, der hat sich jetzt nur blöd, rein blöd verhalten oder der DGB oder, Entschuldigung, nicht der DVB. Ist es so, jeder trägt seinen Beitrag und dann passiert halt Scheiße, wie es jetzt in dem Fall Özil, also mit dem Rücktritt jetzt passiert ist. Und ja, und irgendwie belastet das Ganze, die ganze Sache eigentlich auch die Beziehung von Deutschen und Türken. Und das sind die, finde ich also sehr, sehr schade. Ja, ich sag mal so, ich denke mal, einerseits denke ich, auf jeden Fall, dass der Özil auf jeden Fall ungerecht behandelt worden ist. Das mit Sicherheit, ja. Auch rassistisch beleidigt worden ist. Aber mit Sicherheit nicht vom deutschen Fußballverband, eben halt von irgendwelchen dämlichen deutschen Fans oder deutschen Hooligans, ja. Ja. Er hat anscheinend jetzt auch die letzte Zeit nicht so gut gespielt, ja. Warum auch immer, sei mal dahingestellt, ja. Das große Problem, was ich auch habe mit dem Özil, ist eben, dass er sich mit einem Diktator wie Erdogan ablichten lässt, ja. Und es ist doch wohl völlig klar, dass das gewisse Kritik hervorruft. Und der Özil sagt, ja, ich bin doch gar nicht politisch. Ein Bild mit einem Politiker ist immer politisch. Wo denkt er hin? Ja, ein Bild mit einem Politiker ist immer politisch. Da kann ich jetzt sagen, ach, interessiere mich doch gar nicht für Politik. Es war sonnenklar, dass der Erdogan, ja, den Özil für seine politischen Zwecke missbraucht hat. Und Özil hat es zugelassen. Und natürlich wird sowas kritisiert. Ja, und ich komme da mal später mal drauf hin, was der Erdogan für ein Typ ist.
Es ist abartig, was in der Türkei abgeht. Abartig, ja. Und ich bin, jetzt können dann vielleicht viele Türken sagen, ja, was geht es uns Deutsche an, was sie in ihrem Heimatland haben. Ich würde mal sagen, ihr könnt nicht eines, also ihr Türken könnt nicht einerseits sagen, ja, wir wollen dazugehören, ja, zu eurer freien, liberalen Gesellschaft, aber andererseits sollen wir uns aus allem Türkischen raushalten. Das funktioniert nicht ganz, ja. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, dass alle Menschen, die irgendwo von Diktatoren verfolgt werden, also ich rede jetzt von der türkischen Opposition, das Recht haben auf internationale Solidarität. Also, ich und wir denken nicht in nationalistischen Konstrukten. Also ich zum Beispiel, ich bin absolut antinationalist, ich denke überhaupt nicht nationalistisch. Die Erdogan-Anhänger aber anscheinend schon, ja. Die kommen ja immer nationalistisch her. Ja, ihr Deutschen und was mischt ihr euch in die Türkei ein und so weiter. Dabei geht es nicht um Deutschland oder Türkei, sondern es geht um freiheitliche Gesellschaften und nicht freiheitliche Gesellschaften. Um das geht es. Das ist der wichtige Punkt. Ja, okay. Die Reaktion von Özil, ja, auf das Ganze war für mich meines Erachtens kindisch. Ja. Mi, 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 alle sind Rassisten und alle anderen sind schuld, nur ich nicht, ja. Das finde ich erstens mal sehr kindisch vom Özil, das Verhalten. Und zweitens, ja, ohne, also ich denke einfach, da fehlt mangelndes Selbstbewusstsein, ja. Ich muss halt rechnen mit Kritik, das ist halt nun mal so. Es ist halt nun mal so, die Welt ist so. Und es kommt halt darauf an, wie ich darauf reagiere. Reagiere darauf selbstbewusst, dass ich sage, was juckt es den Löwe, wenn der Schaf furzt, ja. Oder ich reg mich auf oder sonst was, ja, oder ich ändere mein Verhalten, oder ja, aber was ich halt nicht machen kann oder so, was ich halt nicht machen soll, so wegen jeder Kleinigkeit gleich die Rassismuskeule schwingen, ja. Und ich finde das Ganze immer mit du Rassist und du Nazi, das wird mir zu inflationär missbraucht, dass jeder den anderen immer recht schnell immer als Rassist und als Nazi hinstellt, ja. Und damit waren die richtigen Rassisten und die richtigen Nazis nämlich verharmlost. Und das sollte man auch mal drüber nachdenken. Ja, ein Nazi, für mich ist ein Nazi jemand oder Rassist jemand, der schreit Ausländer raus oder so oder bei der NPD marschiert oder halt, ja, alle Menschen in einen Topf wirft. Das ist für mich ein Rassist. Ja, aber wenn ich jetzt einfach nur Kritik bekomme, ja, sagen wir mal, ich sag, du spielst Scheiße, ja, wie schlecht. Da kann ich nicht sagen, der typischen Rassist oder Nazi, sondern ich kann sagen, okay, es ist eine unfaire Kritik, es stimmt eben nicht und so, und dann kann ich auf die Kritik sachlich eingehen. Und das ist das Problem, was manche Leute haben. Leider auch viele Migranten, dass sie nicht sachlich auf Kritik eingehen können. Dass sie immer gleich kommen, wird diskriminiert, das ist rassistisch, ja. Das ist für mich weder zeigt das von Selbstbewusstsein noch von der Fähigkeit, sachlich mit Kritik umzugehen. Sachlich, ja. Oder eben die Kritik ignorieren. Das kann ich auch machen. Ja, je nachdem. Jetzt muss ich bloß nochmal einen Schluck machen. Entschuldigung. Der Hunger meldet sich schon langsam. Ups, ja. Okay. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also man muss alles differenziert betrachten. Ja, irgendwo haben alle ein bisschen Schuld. Aber mir geht es darum, mir regt es auf, wenn jemand so vorschnell die Rassismuskeule schwingt. Das ärgert mich schon. Ja. So. Und vor allem, mir wird dieser Erdogan in dieser Frage ein bisschen arg verharmlost nur. Also mir sind manchen Leuten anscheinend nicht klar, was das für ein Typ ist. Ja. Es ist der Hammer. Wenn ich dann höre, schon mal zum Beispiel von manchen Türken, ja, jetzt hat der Erdogan so viele Wahlen gewonnen, wann kapieren die Deutschen endlich, dass wir den haben wollen? Ja, der Erdogan hat seine Wahlen deswegen gewonnen, wegen den ganzen Auslandstürken, die ihn wählen, weil sie meinen, uns Deutsche eins reinwirken zu müssen. Oder was heißt uns Deutsche? Ich meine, ich sehe mich als Mensch, mir ist es scheißegal, ob ich Deutsch bin oder nicht. Ja, aber um der freiheitlichen Gesellschaft eins reinwirken zu können.
Ja, deswegen haben sie einen Erdogan gewählt. Das hat man bei Umfragen rausgefunden. 67% der Deutschtürken haben Erdogan gewählt und in der Türkei war es auf der Kippe. Und man vermutet auch, wenn es nicht der ganze Wahlbetrug gewesen wäre, dann hätte Erdogan sogar verloren und dann wäre er weg gewesen. So sieht es nämlich aus, ja. Also hier in Deutschland alle Freiheiten genießen und dann den Mitmenschen, also den Landsleuten in der Türkei die Freiheit kaputt machen, die Pfanne hauen, ja. Hey, was geht denn ab? Und dann meinen, man könnte uns als Neuwürger, so was ist das für eine primitive Denkweise? Die sind dermaßen, also denken die wirklich so primitiv? Also ich glaub's ja gar nicht, das ist doch der Hammer, ja. Das ist echt primitiv. Ja, wirklich wahr. Und es bringt gar nichts. Das wird auch jeder Psychologe sagen. Es kommen nicht jetzt die Deutsche auf die Erdogan-Anhänger zu und sagen, es tut mir jetzt leid, dass wir nicht immer nett zu euch gewesen waren. Ja, Entschuldigung, ja, bitte, ja. Was soll denn der Quatsch? Im Gegenteil, das wird diesen Riss zwischen Deutschen und Türken, wird das Erdogan-Wählen noch mehr vertiefen. Ja. Das reißt noch einen tieferen Graben. Und dann, die Deutschen werden sogar noch mehr misstrauisch und werden sagen, oh, wenn sie dann Stöhnerladen vorbeikommen, oh, sind es vielleicht auch wieder so Erdogan-Anhänger, die Deutschen hassen und so, oh, da gehe ich lieber nicht nach oder mit denen will ich lieber nichts zu tun haben und ich halte mich lieber fern. Genau das bewirkt es nämlich. Das genaue Gegenteil. Die Landsleute die hauen ihre Landsleute in die Pfanne. Die ganze Intelligenz von der Türkei wird eingesperrt von dem Erdogan, ja, kaputt gemacht. Und die Primitivität regiert in der Türkei und das ist ganz schlimm, ja, ich hoffe, dass es wirklich aufhört. Und das ist alles, was es bewirkt. Und dass das deutsch-türkische Verhältnis noch mehr in Schaden nimmt, genau das, ja. Und Leute, es ist jetzt so, ich habe immer noch Probleme mit den Schnittprogrammen, tut mir leid, ich kann es jetzt nicht einblenden. Ich habe mir schon gedacht, dass ich es vielleicht abfilme mit meinem Handy, und dass ich einfach mal das aber euch zeige. Aber es ist natürlich auch schlecht, wenn man das dann schlecht sieht, weil es geht ja dann um einen Text, wo ich dann zeige und vorlese. Also ich lese es jetzt einfach mal vor. Und zwar, was ich so ein bisschen recherchiert habe. Und da muss man gar nicht viel googeln, ja, mit dem Erdogan. Verhaftungswelle in der Türkei. Ja, das war so ein Artikel aus dem Handelsblatt. Nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan hält die Verhaftungswelle in der Türkei wegen mutmaßlicher Verwicklung in dem gescheiterten Putsch von 2016 unvermindert an. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Ankara wurden 99 Angehörige der Luftwaffe in der Hauptstadt und 20 Provinzen wegen Kontakte zum Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen festgenommen. Die amtliche Nachrichtenagentur Andulu meldete am Mittwoch zudem, seien 93 Angehörige des Heeres, der Marine und der Küstenwache in Haft genommen worden. Erst am Dienstag hatten die Behörden in einer landesweiten Aktion die Festnahme von 132 Menschen angeordnet. Nach seinem Wiederwahl am Sonntag regiert Erdogan mit noch weiteren Vollmachten, die nach der von ihm betriebenen Verfassungsänderung zugleich mit der Abstimmung in Kraft treten. Er macht seinen in den USA lebenden ehemaligen Verbündeten Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Okay, blablabla, das wissen wir ja. Seit den Putschversuchen wurden nach US-Angaben rund 160.000 Menschen festgenommen und etwa ebenso viele aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Über 50.000 Personen wurden seither angeklagt und befinden sich in Haft. Kritiker werfen Erdogan vor, den Putschversuch zu nutzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Die Regierung bezeichnet hingegen die Verhaftungen als notwendig, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Ja. Dann, zwei Bundesbürger sind in der Türkei verhaftet worden. Artikel von der Welt. Kanzlerin Angela Merkel erwähnt eine schärfere Politik gegenüber Ankara. Weitere Verhandlungen kommen unter den Umständen nicht in Frage. Nach der Festnahme zweier weiterer Deutsche in der Türkei hat Kanzlerin Angela Merkel eine erneute Verschärfung ihrer Türkei-Politik angedeutet. Die Regierung habe ihre Politik bereits neu aufgestellt, sagte Merkel am Freitag in Nürnberg. Angesichts der Ereignisse am heutigen Tage müssen wir sie vielleicht auch weiter überdenken. Also, jetzt ist es so, dass sogar Deutsche
oder auch Deutschtürken, die jetzt, sagen wir mal, in Türkei in Urlaub fliegen, ja, sich hier vielleicht kritisch gegen Erdogan geäußert haben, dass dann plötzlich die Handschellen klicken, ja, und die dann verhaftet werden. Das ist also ganz schlimm, ja. Also da gibt es so viele Artikel, muss man bloß gucken. Ja, was zum Beispiel auch interessant war, wo die Türkei in Nordsyrien einmarschiert ist. Also der türkische Einmarsch, das ist auch noch ein Artikel von der Welt. Der türkische Einmarsch ins mehrheitlich kurdisch bevölkerte Nordsyrien hat zu einer neuen Welle staatlicher Repressionen in der Türkei geführt. Vor allem kurdische Organisationen, einfache kurdische Internet-User und auch linke und liberale Intellektuelle protestierten gegen den Krieg in der syrischen Region Afrin. 170 Autoren, Schauspieler, Hochschullehrer, Journalisten, ehemalige Politiker richteten gleich zu Beginn der Offensive einen offenen Brief an das Parlament, in dem sie zu Frieden aufforderten. Das machte sie zur Zielscheibe der Regierung. Ist ja klar. Und dann noch Autoren, Schauspieler, Hochschullehrer, Journalisten, ehemalige Politiker. Das ist die Intelligenz. Das ist die Intelligenz, Leute, die da verhaftet wird. Ja, allein in den ersten 10 Tagen der am 20. Januar gestarteten Operation Olivenzweig, so der vermeintliche friedliche Name der türkischen Offensive im Nachbarland, wurden 311 Menschen in der Türkei verhaftet, weil sie auf irgendeine Weise etwas Kritisches über den Militärschlag gesagt oder geschrieben haben. Ja, also, hammerhart. Ja, so. Also, es ist wirklich... Und das muss man sich wirklich vor Augen halten. Wir können so von Glück reden, dass wir in einem freien Land leben. Und das finden manche, schätzen das zu wenig. Also viele schätzen das viel zu wenig. Und also von denen, gerade jetzt so Erdogan-Anhänger, ja. Und das ist eben die große Gefahr. Ey, in der Türkei kannst du jederzeit verhaftet werden. Sag einmal was Falsches gegen den Erdogan. Du kommst in den Bau und in türkischen Gefängnissen, das ist wirklich kein Zuckerlecken, ja. Und es leben wirklich die Leute in Angst. Auch die, die jetzt hier Erdogan kritisieren, die haben Angst. Die müssen echt aufpassen, was sie hier sagen, dass sie nicht, wenn sie in der Türkei zurückfliegen, ja, verhaftet werden. Das ist ganz, 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 ganz schlimm, ja. Und verwegen, wenn jetzt jemand sagt, rassistisch und Nazi, wenn man das jetzt kritisiert, dann möchte ich euch auch noch einen Artikel vorlesen. Und zwar vom Cicero, Magazin für politische Kultur. Und da heißt es, Recep Tayyip Erdogan immer weiter nach rechts. Recep Tayyip Erdogan hat sofort nach seinem Sieg bei der Türkei-Wahl angekündigt, dass das Land nach seiner Vorstellung umzubauen ist. Eine Schlüsselrolle kommt den sogenannten Grauen Wölfen zu. Das Land wird nationalistischer und islamischer. Hm. Artikel vom Cicero. Ja, die Türkei wird immer nationalistischer und islamischer. Ja, also und meines Erachtens auch faschistoide. Ja, und da muss ich sagen, ja, der Erdogan ist rechts. Das ist ja eigentlich, wenn man so sagen könnte, ein Nazi. Wobei den Begriff nicht ungern benutzen, das möchte ich noch einmal sagen, ja. Arbeitet mit den grauen Wölfen zusammen. Graue Wölfe sind radikale Nationalisten, ja, Nazis. Das wäre so ungefähr, wenn die Merkel mit der NPD zusammenarbeiten würde. So ungefähr muss man sich das vorstellen, ja. Und das ist für mich, also, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja. Und wenn jemand sagt, wenn euch in Deutschland was nicht passiert, passt, ja, das hat ja mal ein Türke, auch sogar ein Türke gesagt, türkische Boxer, wenn den Türken in Deutschland was nicht passt, dann sollen sie dorthin gehen, zum Erdogan. Und das ist auch mit Rassismus ja, also hat es ja nichts zu tun, weil man jetzt gleichermaßen sagen kann, die, denen es in Deutschland passt, die können ja kommen, ja, also die Gegner vom Erdogan, wo die aussagen, volles Asylrecht. Aber den ganzen Erdogan-Anhänger muss ich sagen, auch, die sind irgendwie nicht mehr wirklich willkommen, glaube ich, in Deutschland, ja. Und also, ich will mit denen eigentlich auch nichts mehr zu tun haben, oder irgendwie. Weil, wer so jemand hinterher rennt, ja, und sowas unterstützt und so jemanden wählt, hier alle Freiheiten genießt, ja, das ist wirklich das, für mich ist das wirklich das Allerletzte. Echt absolut das Allerletzte. Das geht nicht, ja. Funktioniert nicht, ja. Und ich sag mal so, was man vom Spirituellen her sagen kann, jeder, der anderen sowas einbrockt, ja,
Also die Türken, die Erdogan-Anhänger brocken das ja ihre eigenen Landsleute ein, dass sie in der Diktatur leben müssen durch ihre Wahl. Die werden das irgendwann mal selber zu spüren bekommen. Die werden diese Erdogan-Suppe, die sie anderen eingebrockt haben, werden sie wieder auslöffeln. Das garantiere ich euch. Gott sorgt dafür. Also die Göttlichkeit sorgt dafür. Ja, man könnte als Christ könnte man sagen, sie werden von Gott oder halt als Gläubiger könnte man natürlich auch sagen, sie werden von Gott bestraft. Ich sag halt, das Karma, die Göttlichkeit sorgt dafür für den Ausgleich und das werden die dann bitter zu spüren bekommen und bitter dafür bezahlen müssen. Das garantiere ich euch. Was wird passieren? Ja, entweder ich kann, also ich glaube jetzt zwar nicht, dass jetzt massiv Menschen abgeschoben waren aus Deutschland. Was immer, aber was vorstellbar ist, ja, dass die Erdogan, sagen wir mal die Erdogan-Anhänger, immer weniger hier von den Einheimischen willkommen sind. Das wird sich spürbar machen, dass die werden halt immer gegrüßt oder man geht, wechselt die Straßenseite und will irgendwie gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Und dann werden diese Erdogan-Anhänger, weil sie ja stolze Türken sind, sagen, also wenn wir hier nicht mehr willkommen sind, dann gehen wir wieder. Ja? Und dann werden sie gehen. Und dann werden sie ihre Erdogan-Suppe nämlich auslöffeln müssen. Ich sage euch, Leute, sowas wäre ein mögliches Szenario, ja, was passieren kann. Nichtsdestotrotz wäre es mir am liebsten, wenn sich das Ganze wieder beruhigt, die Lage, ja, dass die deutsch-türkische Freundschaft wieder aufgenommen wird. Ich habe nichts gegen Türken. Ich bin mit Türken ja aufgewachsen, ja, habe viele positive Erfahrungen gemacht, auch mit Türken, aber auch schon Sachen erlebt, wo ich auch sage, wo sie doch halt ein bisschen, sag jetzt mal, rückständig sind oder ja, zum Beispiel Frauenbild oder so, altmodisch, ja. Das kommt mir nicht vor. Gut, jedes Volk hat seine Macken, aber es ist halt doch, ich sag jetzt mal so, die müssen halt schon auch lernen, dass sie halt hier müssen sie die Gleichberechtigung von Mann und Frau achten, ja. Sie müssen auch die homosexuellen Rechte abachten, ja. Und das ist einfach hier eine freiheitliche Gesellschaft. Wer das nicht will, es gibt über 190 Nationen, glaube ich, auf der Welt und da ist für jeden was dabei, ja. Und das hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Ja, weil wer mit Freiheit was anfangen kann, kann kommen. Wer nicht, der muss halt sich was anderes suchen. Ja, anderes Land suchen. Ganz einfach. Das ist ganz, ganz logisch für mich und überhaupt nicht mit Rechts- oder Rassismus zu vergleichen. Ich denke auch gar nicht in nationalen Konstrukte, sondern eben einfach freiheitlich. Für mich gibt es halt nur freiheitliche Gesellschaften und unfreie Gesellschaften. Und die freiheitlichen Gesellschaften müssen sich natürlich auch ihren Niveau und ihren Dingen auch erhalten und sich auch verteidigen können. Das ist ja wohl auch klar. Und sich wehren. Das ist doch sonnenklar. Ja, jetzt ist das Video schon ziemlich lang. In Islam wollte ich nur ansprechen. Vielleicht da muss ich fast nochmal einen Teil machen. Ja, Islam. Ich kann es mal so sagen, ein paar Sätze mal. Also, warum kritisiere ich den Islam? Ich kritisiere den Islam, weil, jetzt kommt's, der Islam zu Deutschland gehört. Also, ich kritisiere den Islam, weil der Islam zu Deutschland gehört. Klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, ja. Aber für mich ist es logisch, dass der Islam zu Deutschland gehört, weil es schon seit dem 19. Jahrhundert gab es schon eine erste Moschee bei Berlin in der Nähe. Und seit es islamisches Leben gibt, seit die Gastarbeiter bei uns sind, gehört der Islam logischerweise zu Deutschland. Ja. Deswegen kritisiere ich auch den Islam. Oder beziehungsweise gehört zu unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich kritisiere, ja, ich kritisiere auch das Christentum, um das mal vorwegzunehmen. Die Islamkritik bei mir ist immer im Kontext der allgemeinen Religionskritik. Und nein, ich bin kein Atheist deswegen. Ich bin spirituell, ja, und ich glaube auch an die Göttlichkeit, ich glaube auch an den Gott, der uns in dem Gespräch mit Gott verkündet worden ist, von Neil Donald Walsh. Und ja, also deswegen, wie gesagt, ich bin spirituell. Und ich bin für eine Ethik, ich bin für Moral und bin für eine allgemeingültige Spiritualität. Und finde einfach, Religionen waren nur Versuch, etwas zu erklären. Und ja,
Aber dadurch, dass es so viele Probleme gibt mit Religionen, und also gerade durch diese Bücher, ja, mit den ganzen Gewalt- und Tötungsbefehlen, sollte man doch vielleicht überlegen, ob man nicht, ja, die Religion vielleicht ganz aufhebt und umwandelt in einfach in allumfassende Spiritualität, sag ich jetzt einmal so. Ja, das mal nur vorab. Also, meine Islamkritik ist immer im Kontext der allgemeinen Religionskritik. Ja. Es gibt einfach Gewalt- und Tötungsbefehle, darüber muss man einfach diskutieren, in der Bibel wie auch im Koran, und die sind einfach gefährlich, ja, und es führt einfach dazu zur Gewalt. Man sieht ja immer wieder, was passiert, man sieht ja immer die Terroranschläge, und das dümmste Kommentar, was ich je gehört habe, war, das hat ja alles nichts mit dem Islam zu tun. Ich sag mal so, das hat ja wohl mit dem Islam zu tun, denn diese ganzen Terroristen berufen sich auf den Koran. Die Stellen stehen drin und der Koran ist das zeitlos gültige Befehlsbuch. Jetzt muss man nur noch eins und eins zusammenzählen und das ist zwei. Ja. Also das heißt, es ist eine mathematische Rechnung. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit diesen Buchreligionen und das muss halt aufgearbeitet werden. Deswegen sage ich, diese ganzen Gewalt- und Tötungsbefehle müssen von allen Verbänden, islamischen Verbänden, für ungültig erklärt werden. Ja. Sie müssen entschärft werden, das ist ganz arg wichtig. Und im Allgemeinen sollte man einfach überlegen, ob man nicht doch ganz vielleicht auf Religion verzichtet und nicht einfach zurückkehrt zur Spiritualität. Wäre für mich auch der beste Weg. Dass man einfach sagt, man glaubt an Gott und handelt nach dem Herzen und nach dem Verstand. Und dann denke ich mal, dann ist alles gut. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal unten und teilt das Video. Und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.